Am 19. Januar 2000 ruft die 73-jährige Mutter von Nobuyuki Sato das örtliche Gesundheitszentrum an. Sie bittet um einen Hausbesuch, da ihr 38-jähriger Sohn, der bei ihr lebt, sich laut ihren Angaben seltsam verhalten würde und aggressiv zu ihr sei. Es ist bereits der zweite Anruf der Frau und 9 Tage später, am 28. Januar, kommen Mitarbeiter und Ärzte einer Klinik zum Haus, der Satos, um Nobuyuki, wie mit der Mutter abgesprochen, zwangseinzuweisen. Während des Besuchs der Behörde flippt Nobuyuki, der nichts von der geplanten Zwangseinweisung wusste, offenbar aus und bringt die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums dazu, die Polizei zu rufen. Die Polizei findet allerdings zunächst keine Zeit, bei den Satos vorbeizufahren. Als die Ärzte die Situation im Haus der Satos unter Kontrolle bringen, indem sie Nobuyuki sedieren, finden sie außer Sato und seiner Mutter ein 19-jähriges Mädchen im Haus vor, die Ärzte darüber informiert, dass ihr Name Fusaku Sano sei und dass sie das Haus seit über 9 Jahren nicht verlassen habe. Bitte lasst ein Like da, das hilft dem Video von einer größeren Zielgruppe gesehen zu werden. Abonniert den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Die Ärzte sind sprachlos. Im Jahr 1990 verschwindet ein damals 9-jähriges Mädchen namens Fusaku Sano auf dem Heimweg von einem Baseballspiel nach der Schule. Könnte es sich bei der jungen Frau im Haus der Satos tatsächlich um das seit damals vermisste Mädchen handeln? Einiges lässt darauf schließen. Sano, die in ein Krankenhaus gebracht wird, kann kaum laufen und hat eine gelbliche Hautfarbe. Anzeichen dafür, dass sie tatsächlich seit langer Zeit nicht mehr das Haus verlassen hat. Nach Sanos Entführung gibt es verschiedene Gerüchte. Zum Beispiel die Möglichkeit, Fusaku Sano sei von nordkoreanischen Agenten entführt worden, wie 13 Jahre zuvor Megumi Yokoto, die aus der Präfektur Niigata in der Nähe stammt. Nachdem im Jahr 1995 der Mord an der Familie Sakamoto, die auch aus Niigata war, aufgeklärt wird und herauskommt, dass Mitglieder der Om Shinrikyo bzw. heute Aleph-Sekte dafür verantwortlich waren, wird vermutet, dass die Sekte auch für das Verschwinden von Sano verantwortlich sein könnte. Während diese und weitere abenteuerliche Theorien zu Sanos Verschwinden auftauchen, kommt niemand darauf, dass sie ganz in der Nähe ihres Heimatortes gefangen gehalten wird. Am 13. November 1990 fährt Nobuyuki Sato gegen 17 Uhr die E8 von Nagaoka in Richtung Sanyo entlang. Dort biegt er auf eine Seitenstraße ab und entdeckt Fusaku Sano. Er beschließt spontan, sie zu entführen. Der zu dem Zeitpunkt 28-Jährige, bereits wegen Belästigung eines anderen Mädchens vorbestrafte Mann, hält seinen Wagen vor Fusaku Sano an und bedroht sie mit einem Messer. Er befiehlt ihr, still zu sein und keinen Laut von sich zu geben und zwingt sie, in den Kofferraum seines Autos zu steigen. Dann fährt er mit ihr zu dem Haus im 55 Kilometer entfernten Kashiwasaki, in dem er mit seiner Mutter lebt. Er lässt das 9-jährige Mädchen zunächst im Kofferraum und überlegt, wie er weiter vorgehen soll. Dann fährt er mit dem Auto unter die Brücke der E8, auch Hokuriku Expressway genannt, um den Zustand seines Opfers zu überprüfen. Er fesselt Sano an Händen und Füßen und verbindet ihr die Augen. Dann fährt er wieder nach Hause. Er parkt am Seiteneingang, damit seine Mutter nicht sieht, dass er Sano mit ins Haus nimmt. Er bringt sie in sein Zimmer und sagt zu ihr, Zitat, »Möchtest du getötet werden? Wenn nicht, musst du dein Leben von jetzt an in diesem Zimmer verbringen.« Satos Mutter will tatsächlich die ganzen 9 Jahre lang nicht bemerkt haben, dass ihr Sohn ein Mädchen in seinem Zimmer gefangen hält. Das Haus baut Nobuyukis Vater bereits zu Beginn der 70er Jahre, als sein Sohn gerade die 2. Klasse besucht. Nobuyukis Vater ist bei dessen Geburt im Jahr 1962 bereits 62 Jahre alt und führt seine 2. Ehe mit einer 35-jährigen Frau.
Nobuyuki bewohnt bereits als Kind das Zimmer in seinem Elternhaus, in dem er später Fusaku Sano gefangen halten wird. Ab dem Teenageralter beginnt er, sich auffällig zu verhalten. Er möchte nicht mehr zur Schule gehen, da es ihm dort laut eigenen Angaben zu schmutzig ist. Überall fallen ihm Flecken und kleinste Schmutzpartikel auf. Ein Psychiater diagnostiziert bei ihm eine Schmutzphobie. Außerdem hat er einen ausgeprägten Ekel vor Insekten. Zur gleichen Zeit beginnt er, eine Abneigung gegenüber seinem Vater zu entwickeln. Auch er wirkt schmutzig auf Sato, da er bei Reinigungsarbeiten in seinem Taxiunternehmen oft, wie Nobuyuki sagt, schmuddelige Kleidung getragen habe. Außerdem habe auch der Anblick des alten Mannes, sein Vater war zu der Zeit bereits über 70, bei ihm Ekel erregt. In der Schule ist Sato generell unauffällig, wird aber gelegentlich von Mitschülern gehänselt und als homosexuell bezeichnet. Er verbringt seine Jugend sehr zurückgezogen und hat wenig Kontakt zu Gleichaltrigen. Zu Hause hat er oft heftige Wutanfälle. Nach dem Schulabschluss beginnt Sato, bei einem Autoteilehersteller zu arbeiten, aber er gibt den Job nach wenigen Monaten wieder auf, da ihm das Arbeitsumfeld zu schmutzig ist. Im Alter von 19 Jahren versucht Nobuyuki, seinen Vater von zu Hause rauszuwerfen. Der Streit, in den auch seine Mutter involviert wird, eskaliert und Nobuyuki zündet den Hausschrein an. Dadurch geht das Haus fast in Flammen auf, aber Nobuyukis Eltern können Schlimmeres verhindern. Nobuyuki kommt in eine Psychiatrie, wo ihm eine Zwangsstörung diagnostiziert wird. Durch Einstellung auf Medikamente tritt nach etwa einem Monat eine Besserung ein und er wird entlassen. Als er 23 ist, verspricht er seiner Mutter, einen Job zu finden, wenn dafür das Dachgeschoss des Hauses für ihn ausgebaut wird, damit er eine eigene Wohnung anstelle seines Kinderzimmers bekommt. Seine Mutter ist erfreut von der Motivation ihres Sohnes und beschließt, sofort den Ausbau des Dachgeschosses in Angriff zu nehmen. Doch die Freude währt nicht lange. Nobuyuki weigert sich, einen Bauarbeiter zu Planungszwecken in sein Zimmer zu lassen, da er Angst vor Schmutz hat. Der von Nobuyuki gewünschte Ausbau des Hauses wird von ihm selbst verhindert und nie durchgeführt. Er lebt weiter in seinem Kinderzimmer und hat keine Arbeit. Seine Beschäftigungen bestehen darin, sich von seiner Mutter zu Pferderennen fahren zu lassen und Wettscheine zu kaufen. Warum er sich immer von seiner Mutter zu den Pferderennen fahren lässt, ist unklar. Er hat selbst einen Führerschein und ist auch oft alleine unterwegs. Stammgäste auf der Pferderennbahn kennen aber bereits den jungen Mann, der immer von seiner Mutter gebracht und abgeholt wird. Außerdem schickt er seine Mutter in der Gegend herum, um CDs und Pferderennzeitungen für ihn zu kaufen. Im Jahr 1989, im Alter von 26 Jahren und anderthalb Jahre vor der Entführung von Fusaku Sano, verfolgt Nobuyuki ein 9-jähriges Mädchen, das gerade die Schule verlassen hat, und versucht, sie zu vergewaltigen. Eine andere Schülerin beobachtet den Vorfall und meldet ihn rechtzeitig, sodass Nobuyuki festgenommen werden kann. Er wird wegen sexueller Belästigung und versuchter Vergewaltigung angezeigt und muss für ein Jahr ins Gefängnis. Danach ist er noch 3 Jahre lang auf Bewährung, hat aber keine Bewährungsauflagen, da er ja bei seiner Mutter wohnt, die auf ihn achten soll. Nur kurz nach seiner Entlassung kommt es zur Entführung von Fusaku Sano. Sanos Mutter meldet ihre Tochter bei der Polizei als vermisst und eine Staffel aus über 100 Personen sucht noch am gleichen Abend nach dem Mädchen. Weder bei dieser Suche noch bei der noch größeren Suche am folgenden Tag kann ein Hinweis auf den Verbleib von Sano gefunden werden. Ein Sonderermittlungsteam aus 107 Beamten wird gebildet. Die umliegenden Präfekturen werden durchsucht und es werden sogar Luftaufnahmen gemacht, die zu keinen weiteren Erkenntnissen führen. Da Sano auf einer Seitenstraße verschwunden ist, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter Ortskenntnisse hat und aus der Gegend ist. Über 1000 Personen, die wegen Entführungen, versuchten Entführungen und ähnlichen Delikten vorbestraft sind, werden überprüft. Obwohl Nobuyuki selbst vorbestraft ist,
steht sein Name nicht auf der Liste von vorbestraften Sexualstraftätern und er kommt ohne Überprüfung davon. Die Polizei von Kashiwazaki gibt später zu, dass es wohl in Nobuyukis Fall versäumt wurde, ihn der Liste hinzuzufügen. Während die Suchaktionen nach ihr noch laufen, bleibt Sano die ersten Monate lang in Satos Zimmer, quasi rund um die Uhr, an Händen und Füßen gefesselt. Sie muss mit Nobuyuki in einem Doppelbett schlafen. Er droht ihr konstant damit, was er alles tun würde, wenn sie versuchen sollte, zu fliehen. Wenn Sano nicht gehorsam ist, schlägt Nobuyuki sie regelmäßig ins Gesicht. Nach einigen Monaten entfernt er Sanos Handfesseln. Die Füße bleiben aber mindestens das erste Jahr der Gefangenschaft konsequent gefesselt. Nachdem er Sanos Fußfesseln abnimmt, besorgt sich Nobuyuki einen Elektroschocker, damit sie ihm besser gehorcht. Sano darf keine Geräusche machen, da ja Nobuyukis Mutter unten im Haus ist. Er zwingt Sano, sich fast die ganze Zeit auf dem Bett aufzuhalten. Sie darf es nur mit seiner Erlaubnis verlassen, um im Zimmer herumzulaufen oder zum Beispiel für ihn aufzuräumen. Wenn Sano nicht gehorcht oder zu laut ist, kommt es zur Elektroschockerstrafe. Während der gesamten 9 Jahre sei das Gerät über 1000 Mal zum Einsatz gekommen. Davon seien mindestens 300 der Stromschläge extrem heftig gewesen. Durch die Bestrafung treten bei Sano Symptome einer dissoziativen Störung auf, indem sie sich vorstellt, eine dritte Person zu sein, die nicht gefoltert wird. Darüber hinaus beginnt Sano, sich selbst hin und wieder mit dem Elektroschocker Schläge zu versetzen. Sie erklärt das später damit, dass sie sich an die Schmerzen gewöhnen wollte, um auf Nobuyukis Angriffe besser vorbereitet zu sein. Beide geben später bei der Polizei an, dass kein sexueller Missbrauch stattgefunden habe. Nobuyuki begründet dies damit, dass Sano ja quasi zur Familie gehöre und er deswegen nicht solche Dinge mit ihr tun wollte. Da Nobuyuki den Ausbau des Dachgeschosses verhindert hat, hat er oben kein eigenes Badezimmer. Sano muss immer eine Plastiktüte benutzen, wenn sie auf Toilette muss. In späteren Jahren der Gefangenschaft darf sie hin und wieder ein Bad nehmen, wenn Nobuyukis Mutter nicht zu Hause ist. Bis sie zum ersten Mal baden darf, ist sie aber bereits etwa 3 Jahre lang eingesperrt. Da Sano öfter blaue Flecken bekommt, macht sich Nobuyuki Gedanken um ihre Ernährung und befürchtet, sie könnte Diabetes bekommen, da er ihr immer das gleiche Essen, fertig zubereitete Bento-Boxen aus dem Supermarkt gibt. Seine Lösung des Problems ist eine absurde Diät, bestehend aus nur noch einer Mahlzeit am Tag. Dadurch magert Sano auf 38 Kilo ab und ihre Muskeln entwickeln sich, auch aufgrund der mangelnden Bewegung, zurück, so dass sie schließlich kaum noch laufen kann. Dazu merkt Nobuyuki später bei der Polizeibefragung an, dass er dachte, dass es Sano gut ging. Er hätte sich bemüht, sich um alles zu kümmern. Einmal im Jahr 1998 stiehlt er nachweislich einige Kleidungsstücke für Sano. Warum ist er dieses Risiko eingegangen? Er hätte ja die Sachen auch kaufen können. Für andere Dinge, wie zum Beispiel Pferderennen, hatte er ja auch Geld. Hatte er Angst, aufzufallen, wenn er als Mann Frauenkleidung kauft? Während den späteren Jahren wird Nobuyuki nachlässig und gewöhnt es sich an, seine Tür nicht mehr abzuschließen. Sano bemerkt dies, aber hat zu viel Angst vor den Konsequenzen eines misslungenen Fluchtversuchs. Da sie so schlecht laufen kann, befürchtet sie, sich nicht schnell genug vom Haus entfernen und in Sicherheit bringen zu können. Nobuyuki sagt, er konnte das Mädchen nicht mehr freilassen, da er endlich eine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe gefunden habe, mit der er über seine zwanghaft ausgelebten Interessen, wie zum Beispiel Pferderennen, sprechen konnte. Er wollte laut eigenen Angaben für immer mit Sano zusammenleben. Im intellektuellen und sprachlichen Bereich kann bei Sano trotz der Gefangenschaft keine Verzögerung festgestellt werden. Das führen die Gutachter darauf zurück, dass Nobuyuki ihr hin und wieder Bücher und einige Bildungsmaterialien zur Verfügung stellte. Satos Mutter, die auf die 70 zugeht, kann sich gegen die Gewaltausbrüche ihres Sohnes nicht mehr zur Wehr setzen und hat zunehmend Angst vor ihm. Im Jahr 1996 geht sie zur Polizei, die sie ans Gesundheitszentrum verweist
und die Verantwortung damit abschiebt. Beim Gesundheitszentrum beschreibt sie die häusliche Gewalt, der sie durch ihren Sohn ausgesetzt ist. Die Mutter bekommt weitere Psychopharmaka für Nobuyuki verordnet, ohne dass Nobuyuki dabei ist und ein Arzt selbst ihn sieht. Ansonsten ändert sich nichts. Die Medikamente bessern die Situation kurzfristig, aber in den folgenden Jahren verbringt die Mutter oft aus Angst vor ihrem Sohn die Tage bis zum späten Nachmittag in einem Hotel, wo sie sich für eine geringe Gebühr aufhalten kann. Ab 1999 nimmt Satos Gewalt gegenüber seiner Mutter erneut größeres Ausmaß an. Er beginnt, seinen Elektroschocker nun auch gegen sie einzusetzen. Gegen Ende des Jahres beschreibt die Mutter einem Arzt einer Psychiatrie, dass ihr 36-jähriger Sohn sie schlagen und treten würde und der Zustand unerträglich sei. Der Arzt schlägt einen Aufenthalt Nobuyukis in der geschlossenen Psychiatrie vor. Natürlich stimmt Nobuyuki dem nicht freiwillig zu. Was hätte er mit Fusaku Sano machen sollen? Nach erneuten Gewaltausbrüchen gegenüber seiner Mutter im Januar 2000 breitet sie mit den Ärzten der Psychiatrie und des Gesundheitszentrums eine Zwangseinweisung ihres Sohnes vor. Am 28. Januar fahren insgesamt 7 Mitarbeiter der Stadt und des Krankenhauses zu Satos Haus, um ihn mit in die Klinik zu nehmen. Die Ärzte stehen direkt vor seiner Zimmertür. Nobuyuki beginnt, massiv zu randalieren, was den Psychiater dazu veranlasst, die Polizei anzurufen, die zwar zusagen, jemanden vorbeizuschicken, aber niemand kommt. Zwischenzeitlich kann Nobuyuki von einem Arzt sediert werden und beruhigt sich. Plötzlich fällt den Psychiatrie-Mitarbeitern, die sich nun in Nobuyukis Zimmer befinden, auf, dass sich etwas in Nobuyukis Bettdecke bewegt. Da die Person, die offenbar darin steckt, nicht herauskommt, schneidet ein Arzt die Decke mit einer Schere auf. Nachdem die Ärzte Sano entdeckt haben, rufen sie zunächst Nobuyukis Mutter dazu, dass Sano keine Auskunft gibt, wer sie ist. Satos Mutter sagt, sie habe das Mädchen noch nie gesehen. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht eingetroffen. Nobuyuki, der sediert ist, wird ins Krankenhaus transportiert. Die Ärzte fahren mit Sano und Nobuyukis Mutter in einem anderen Wagen in die Klinik. Auf der Fahrt nennt Sano ihren Namen, ihre frühere Adresse und die Namen ihrer Eltern. Einer der Ärzte kann sich sofort an die Entführung des Mädchens 9 Jahre zuvor erinnern. Er kontaktiert erneut die Polizei und erklärt die Situation. Nach der Meldung des Arztes, dass sie ein vermisstes Mädchen entdeckt hätten, sind die Polizisten plötzlich ganz schnell zur Stelle. Noch am gleichen Abend werden die Fingerabdrücke der jungen Frau mit denen des damals vermissten Mädchens verglichen und es steht fest, dass es sich tatsächlich um Fusaku Sano handelt. Sanos Eltern werden kontaktiert und auch sie erscheinen sofort und sehen ihre Tochter zum ersten Mal nach 9 Jahren wieder. Nobuyuki kann weder an diesem Abend noch in den folgenden 14 Tagen von der Polizei vernommen werden. Er ist viel zu stark sediert und die Ärzte stufen ihn als nicht vernehmungsfähig ein. Bei einer Pressekonferenz am Abend des Auffindens meldet die Polizei den aktuellen Sachstand. Aber da der Verdächtige noch nicht befragt werden konnte, sind die gesicherten Informationen noch sehr lückenhaft. Das reicht der Presse nicht. Und sie versuchen in den Tagen darauf wiederholt, heimlich in das Krankenhaus zu gelangen, in dem Nobuyuki behandelt wird, was von der Klinik als extrem belastend beschrieben wird. Auch das Elternhaus von Fusaku Sano wird von Reportern belagert. Die Medien müssen aufgrund ihres Verhaltens in dem Fall einer Vereinbarung zustimmen, die besagt, dass sie einige hundert Meter Abstand zu Fusaku Sanos Haus einhalten müssen. Immerhin kann vor Nobuyukis Vernehmung bereits eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden. Dabei wird Sanos Schultasche gefunden, sowie die Kleidung, die sie am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Die Presse verschwendet keine Zeit, zu behaupten, Sano würde am Stockholm-Syndrom leiden und habe später mit ihrem Entführer sympathisiert. Dies wird entschieden von einem Psychologen dementiert. Sano hätte sich die ganze Zeit lang vor Satos Drohungen gefürchtet und wäre deswegen nicht geflohen,
Sympathie für den Täter seitens des Opfers hätte es nicht gegeben. Im ersten Stock des Hauses wird kein einziger Fingerabdruck von Nobuyukis Mutter gefunden, was ihre Aussage, sie wäre seit Jahren nicht mehr oben gewesen, bestätigt. Auch Sano sagt aus, dass sie Nobuyukis Mutter nie gesehen habe. Auch wenn es gut möglich ist, dass Nobuyukis Mutter das Mädchen nie gesehen hat, hat sie wirklich die ganze Zeit nie etwas gehört oder vermutet? Anscheinend hat sie mehrfach Damenhygieneprodukte gekauft. Warum hätte sie dies tun sollen, beziehungsweise welche Ausrede hätte Nobuyuki erfinden können, sie diese Produkte kaufen zu lassen? Da er ja sowieso regelmäßig selbst unterwegs war, hätte er diese Dinge auch heimlich kaufen können. Wahrscheinlich hatte er, ähnlich wie bei der Kleidung, die er für Sano gestohlen hat, Angst, beim Kauf der Damenprodukte jemandem aufzufallen. Zumindest wird die Aussage von Satos Mutter, sie hätte keine Ahnung von den Vorgängen im Zimmer ihres Sohnes gehabt, dabei belassen. Nachdem Sato am 11. Februar aus der Klinik entlassen wird, erfolgt unmittelbar seine Verhaftung. Zusätzlich zu seiner Zwangsstörung wird ihm in einem psychologischen Gutachten eine narzisstische sowie eine schizoide Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Eine Schizophrenie kann entgegen früherer Vermutungen von Ärzten, die nicht ihn, sondern nur seine Mutter kannten, nicht bestätigt werden. Auch die Polizei wird stark kritisiert. Zum einen hatte Nobuyuki ein Jahr vor Sanos Entführung gerade eine Haftstrafe wegen sexueller Belästigung abgesessen, wurde aber bei der Suche nach Sano nicht als Verdächtiger überprüft. Nach der Beschwerde über häusliche Gewalt von Nobuyukis Mutter im Jahr 1996 verweist die Polizei die Frau ans Gesundheitsamt, anstatt den Haushalt selbst zu überprüfen. Am Tag von Sanos Entdeckung wird die Polizei ja bereits vor dem Auffinden des Mädchens gerufen, da Sato randaliert, doch keiner der Beamten erscheint. Erst als sie über das Auffinden eines vermissten Mädchens in Kenntnis gesetzt werden, sind plötzlich Polizisten abkömmlich. Später kommt heraus, dass der Chef der Präfekturpolizei, Koji Kobayashi, nicht im Büro war, um den Einsatz zu leiten. Er fehlt auch abends auf der ersten Pressekonferenz zu dem Fall, denn er ist damit beschäftigt, Mahjong zu spielen, und zwar gegen den Chef der Regionalpolizei. Nachdem diese Tatsache etwa einen Monat später öffentlich wird, tritt Kobayashi von seinem Posten als Präfekturpolizeichef zurück. Der Regionalpolizeichef folgt seinem Beispiel 3 Tage später. Am 30. November 2001 wird Nobuyuki Sato zu 14 Jahren Haft verurteilt. Sein Verteidiger erklärt, Satos Persönlichkeitsstörungen hätten zu der Tat mit beigetragen. Außerdem gäbe es keine Beweise dafür, dass die Tat geplant gewesen sei. Ein Berufungsgericht verkürzt die Haftstrafe für Sato im folgenden Jahr auf 11 Jahre. Mit der Begründung, dass das Strafmaß von 14 Jahren das gesetzlich vorgesehene Strafmaß für eine solche Tat überschritten hätte. Satos Verteidiger argumentiert außerdem, dass der Straftatbestand der Entführung zum Zeitpunkt des Urteils eigentlich bereits verjährt war. Die Entführung wird dennoch auch beim zweiten Urteil als Straftatbestand mit aufgenommen. Während Satos Gefängnisaufenthalt verstirbt seine Mutter. Er wird im Jahr 2015 entlassen und lebt danach alleine in einer Wohnung, die eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen ihm organisiert hat, während er in einer Behindertenwerkstatt arbeitet. 2 Jahre später, im Jahr 2017, wird Sato im Alter von 54 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden. Berichten zufolge soll er an einer Krankheit verstorben sein, die jedoch nicht näher genannt wird. Fusako Sano lebt im Haus ihrer Mutter, hat ihren Führerschein gemacht und arbeitet im Reisfeld der Familie. Aufgrund der Gefangenschaft hat sie Probleme mit sozialen Interaktionen und verbringt viel Zeit alleine. Sie interessiert sich für Fotografie und besucht gerne Spiele des örtlichen Fußballteams. Im Jahr 2007 muss Sano mit ansehen, wie ihr Vater bei einem gemeinsamen Ausflug in einem Weiher ertrinkt. Ihre Familie hat es seit ihrer Freilassung abgelehnt, öffentlich über die Zeit der Gefangenschaft zu sprechen. Was sagt ihr zu dem Fall von Fusako Sano? Lasst gerne eure Meinungen zu dem Fall unten in den Kommentaren.
Wenn ihr das Video bis hierher angeschaut habt, wird es spätestens jetzt Zeit, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Danke fürs Anschauen, nicht vergessen zu liken und bis gleich!